Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir beschäftigen uns hier jede Woche damit, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder was uns gefällt. Und diese Woche interessiert uns das Bürgergeld und Armut in Deutschland. Anlass ist, die CDU hat kürzlich ihre Alternative zum Bürgergeld vorgestellt, das heißt die neue Grundsicherung. Wir klären, was das ist. Außerdem wurde diese Woche der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes vorgestellt, mit durchwachsenem Ergebnis. Es gibt 14 Millionen Leute, die als arm gelten in Deutschland, aber die Zahl ist nicht gestiegen, sondern hat leicht abgenommen. Und was ist eigentlich von dem Bürgergeld, das die Ampel mal wollte, auf das Grüne und SPD so stolz waren, eigentlich jetzt übrig geblieben? Nach den Änderungen, die es gegeben hat. Und wir werden zu sprechen kommen auch auf die Ukrainer, die ja in Deutschland Anspruch auf Bürgergeld haben, anders als andere Geflüchtete. Und schließlich ein roter Faden, wie redet man eigentlich darüber, über diese Fragen, ohne populistische Affekte zu bedienen, aber eben auch ohne Probleme, wenn es sie denn gibt, einfach wegzuwischen. Darüber reden wir jetzt. Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und heute sind bei mir Barbara Dribusch, Sozialredakteurin. Sabine Amort, ich bin auch im Parlamentsbüro und berichte vor allen Dingen über die Union und über die Grünen. Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin zuständig für die SPD und das Kanzleramt. Okay, fangen wir vielleicht an mit dem, was die Ampel wollte und was das Bürgergeld jetzt ist. Im Koalitionsvertrag dieser Fortschrittskoalition stand damals der Satz, Zitat, wir lösen die Grundsicherung durch ein neues Bürgergeld ab, damit die Würde des Einzelnen geachtet und gesellschaftliche Teilhabe besser gefördert wird. Wie seht ihr das? Ist dieser Anspruch von vor 3 Jahren erfüllt worden? Gibt es Widersprüche? War das heiße Luft? Wie sieht es aus im Moment? Naja, ein Teil ist ja erfüllt worden, weil ja tatsächlich bei der Sanktionierung am Anfang und bei der Karenzzeit, zum Beispiel bei der Übernahme der Wohnkosten, dass man ein Jahr lang, werden die Wohnkosten übernommen, die Vermögensgrenze wurde höher angesetzt. Das wurde also umgesetzt. Und es wurde ja, die Idee war ja, der Vermittlungsvorrang wird abgeschafft. Das heißt, die Weiterbildung spielt eine größere Rolle. Also Vermittlungsvorrang heißt, dass man irgendeinen Job vermittelt, egal was, sodass man mehr schaut auf die Qualifikation. Nur wird eben gerade ein Teil dieser Dinge zum Teil ja auch beerdigt gerade wieder. Der Bürgergeldbonus zum Beispiel ist ja jetzt auch abgeschafft worden. Ich muss mal kurz erklären, was Bürgergeldbonus ist. Bürgergeldbonus ist ein Geld, 75 Euro, die man bekommen hat, wenn man eine Weiterbildung gemacht hat als Bürgergeldempfänger. Das sollte die Leute motivieren. Also das war ein positiver Anreiz, keine Sanktionen. Keine Sanktionen. Und das wurde abgeschafft. Und wir haben natürlich jetzt wieder diese Debatte, auch im Haushaltsfinanzierungsgesetz wurde dieser Passus eingefügt, dass einem der Regelsatz zu 100% gestrichen werden kann, wenn man also eine zumutbare Arbeit verweigert. Also das sind diese 563 Euro, die können jetzt für 2 Monate gestrichen werden. Was nicht gestrichen werden kann, ist Wohngeld und Miete, Heizkosten, Miete. Das nicht, aber eben diese 560. Und das ist ja, wenn ich das richtig entsinne, wenn ich mich richtig an diese Diskussion erinnere, war doch ein Teil von diesem Switch von Hartz IV zu Bürgergeld, dass man diese Sanktionen so möglichst weit runterfahren wollte. Die hat man jetzt aber wieder, oder? Man hat sie zum Teil wieder. Also wir müssen mal gucken, woher wir kamen mit dem Bürgergeld. Ne? Also die SPD hatte ja 2019 ein Sozialstaatskonzept beschlossen und da tauchte der Begriff des Bürgergelds auch auf. Und dann ging es eben in der Corona-Zeit, wo ganz wahnsinnig viele Menschen, vor allen Dingen Selbstständige, plötzlich ihre Arbeit verloren bzw. kein Einkommen mehr hatten. Und die sind dann eben auch ins Bürgergeld gekommen oder beziehungsweise damals noch Hartz IV. Hieß dann, glaube ich, auch schon Grundsicherung, hieß gar nicht mehr Hartz IV, aber eben sind in die Grundsicherung gekommen. Und da hat man gesagt, naja, für Leute, wo absehbar ist, dass die ja auch bald wieder rauskommen, beziehungsweise sobald die Pandemie vorbei ist, dass sie dann wieder in Lohn und Brot stehen oder Einkommen haben,
da wollen wir jetzt gar keine aufwendigen Vermögensprüfungen. Wir wollen auch nicht, dass die sich jetzt erstmal um eine neue Wohnung kümmern, sondern wir machen erstmal, wir behandeln die erstmal so, als ob das so eine vorübergehende Zeit der Härte ist. Die können in ihren Wohnungen bleiben und das Vermögen wird auch nicht groß geprüft. Und dieses Fenster hat die Ampel dann eben genutzt, um zu sagen, wir schreiben das einfach sofort. Also keine großen Vermögensprüfungen, die Leute sollen sich lieber um Arbeit kümmern. Und ganz wichtig, was du auch gesagt hattest, Barbara, Leute, die arbeitslos sind und eine Weiterbildung machen, die sollen die möglichst zu Ende machen und nicht auf Teufel komm raus den nächsten Job im Callcenter annehmen. Denn das war ja damals Hartz IV, das war ja eigentlich dieser berühmte Niedriglohnsektor, der geschaffen wurde, wo die Leute auf Teufel komm raus jede Arbeit annehmen sollten. Das war damals auch, glaube ich, der Spruch von jetzt auch. Angela Merkel, jede Arbeit ist besser als keine Arbeit. Sozial ist, was Arbeit schafft, war das, glaube ich. Ne? Und das wird zum Teil, aber nicht vollständig wieder zurückgenommen, aber die Tür ist natürlich auf. Die Idee war ja auch, das hast du gerade angesprochen, Anna, dass sich ja die Situation auf dem Arbeitsmarkt so ein bisschen verändert hat im Vergleich zur Einführung von Hartz IV. Das ist eben durchaus Nachfrage nach Fachkräften gibt und dass man dieses Reservoir, also das ist auch sozusagen eine ökonomische Überlegung dahinter, dass man dieses Reservoir auf keinen Fall brach liegen lassen will. Das ist ja nicht nur, da geht es ja nicht nur um Fachkräfte, sondern überhaupt um Arbeitskräfte. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz starker Punkt, der auch bei der Union eine ziemlich große Rolle spielt. Also die argumentieren sehr stark auch mit, dass die Wirtschaft ganz, ganz dringend Arbeitskräfte braucht und dass es deshalb schwierig ist, quasi dass Leute, die vielleicht arbeiten können, das aus irgendwelchen Gründen, weil sie weil sie Bürgergeld kriegen, nicht tun. Ob das so ist, ist jetzt nochmal was anderes. Da sind wir natürlich schon genau in so einer Kerndiskussion. Das sind die sogenannten Totalverweigerer, um die sich ja viel dreht. Auch diese 2 Monate, was du jetzt vorhin erwähnt hast, Barbara, das ist jetzt ja, dass die eben 2 Monate diese 560 Euro entzogen, dass ihnen das entzogen werden kann. Über welche Größe reden wir denn da? Wie viele Leute sind denn das ungefähr? Also ich glaube, man muss kurz davor sagen, es gibt ungefähr 4 Millionen Leute, die Bürgergeld bekommen. Und davon ist aber nur die Hälfte, steht dem Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung. Es sind nicht 4 Millionen, sondern es ist ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte, aus irgendwelchen Gründen, können die eben gar nicht arbeiten. Ja, das kann man sich mal anschauen. Also es sind 43% überhaupt arbeitslos von den 4 Millionen, von den erwerbsfähigen 4 Millionen, müssen die Kinder auch rausrechnen. Und davon ist eben von den anderen, die da, also die betreuen Kinder, pflegen Angehörige, sind in Maßnahmen, arbeiten schon als Aufstocker, kommen also Aufstocker und sind arbeitsunfähig, krank, ne, also eine bestimmte Zeit. Und das heißt also, Hartz IV ist ja bei uns ein Riesen, und das Bürgergeld ist ein Riesenschirm, unter dem sich eine komplett heterogene Truppe oder Empfängergruppe im Grunde vereinigt. Das darf man eben nicht sehen. Und die Totalverweigerer, mir sagte jemand, der im Jobcenter da bei den Personalräten vorsteht, dass es eigentlich ein Papiertiger ist. Denn das ist so abgefasst, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, diese Sanktion, diese Totalverweigerung ist nur in ganz extremen Fällen, da muss man eine zumutbare Arbeit verweigern und die muss einem, wenn einem dann die Kürzung angedroht wird, die muss einem dann überhaupt noch zur Verfügung stellen, dass man die annehmen kann. Dass man also wirklich, da muss sich im Grunde einer hinstellen und sagen, hey, ich bin Verweigerer. Und so, ja, ich bin jetzt Verweigerer. Und dann kann man sagen, na, du kriegst jetzt 2 Monate. Das gibt es in der Praxis nicht. Also das ist ein Gespenst? Ja, oder? Das ist ein Gespenst, was eine politische Wirkung ausübt. Ja, aber das wird ja ausgeweitet. Im Prinzip kann man diesen Passus, also der legt sich ja wie so Mehltau über die knapp, ich glaube, 1,6 oder 1,7 Millionen Erwerbsfähigen, sind es, die also theoretisch eine Arbeit annehmen könnten, die gelten ja im Prinzip, also jeder hat so das Bild, das sind jetzt alles Totalverweigerer. Ich meine, im Konzept der CDU, was sie jetzt vorgestellt hat, da sollen ja Sanktionen für sogenannte Totalverweigerer schon ab dem 2. Terminversäumnis. Also du verweigerst, also du kommst 2-mal zu spät zum Termin. Also nee, das stimmt nicht. So habe ich das gelesen. Es gibt 2 unterschiedliche Regeln, die da in ihrem kurzen Papier aufgelistet haben. Eins heißt, Totalverweigerer, denen soll das ganz gestrichen werden, wenn sie tatsächlich
überhaupt nichts tun. Und das, was du jetzt sagst, wenn beim zweiten Termin, da geht es um eine begrenzte Zeit, soll das Geld aufgehalten werden. Das sind schon nochmal zwei unterschiedliche Sachen und dann soll es ausgezahlt werden. Ist das eigentlich verfassungsrechtlich möglich? Wie die Union, so habe ich das auch verstanden, plant ja, dass Leute, die eben sozusagen Totalverweigerer sind, ja, Barbara sagt, die gibt es eigentlich so nicht, dass die komplett gestrichen, also die befristet, sondern komplett gestrichen werden können. Geht das eigentlich verfassungsmäßig? Ja, das ist umstritten. Also als die Union das, oder besser gesagt die CDU das vorgestellt hat, hatte sie ja einen Sozialrichter dabei, der mal am Bundessozialgericht Richter war. Und der hat gesagt, doch, das könnte man in ganz bestimmten Fällen durchaus aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ableiten. Es gibt aber auch zahlreiche Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, nee, das geht nicht, weil es gibt dieses Existenzminimum, was einem immer zusteht und deshalb ist es, darf das nicht passieren. Ja, das System. Naja, also es gibt ja diese Randnotiz 209 von diesem Urteil und das ist das Entscheidende. Und da sagen die, wenn jemand... Also es gibt Randnotiz 209 von einem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu dieser Verweigerung. Ne? Zu den Verweigerungen. Das ist ein Absatz und das ist der, auf den jetzt alle im Grunde sich beziehen. Und da steht es, wenn jemand eine zumutbare Arbeit permanent angeboten kriegt, und die könnte er machen und so weiter, dann hat er... Im Grunde gilt er als wie jemand, der gar keinen Anspruch hat auf diese Leistung. Also es geht, die schreiben gar nicht von Sanktionierung, sondern der hat gar keinen Anspruch. Der kann gar nicht ankommen und irgendwas verankern. Und wenn man das so streng nimmt, dann könnte man natürlich auch sagen, auch der hat doch keinen Anspruch auf die Übernahme der Wohnkosten. Okay. Ne? Nee, doch, Wohnkosten, die nehmen sie aus. Also es geht um diesen Regelsatz, also wenn wir jetzt bei der CDU bleiben, ja, es geht um den Regelsatz, CDU, okay. Das Wohnen, die Miete soll weiter übernommen werden. Lass uns noch mal kurz auf so ein bisschen den Blick politisch weiten. Anna Heil, du hast das skizziert, also was sozusagen der am Anfang, also schon, dass es Änderungen gab, auch mit Corona den Vorlauf nochmal erwähnt. Warum hat denn Heil und das doch mit diesen zwei Monaten, mit den doch wieder Sanktionen eingeführt und hat das sozusagen, ist das finanziell begründet, weil es eben nach diesen Haushaltsschwierigkeiten einen Haushalt hinzukriegen, da musste man überall sparen oder war das ein Ergebnis dieser ja doch massiven Kampagne, die von der Union und von der Bild-Zeitung geführt worden ist, eben gegen dieses Bürgergeld, da würden irgendwelche Leute auf der faulen Haut liegen. Das klang ja alles so ein bisschen wie damals Florida Rolf, diese Bild-Zeitungskampagne. Ja. Also ist die SPD umgefallen oder hat sie gute Gründe, das zu tun? Also ich würde sagen, ganz umgefallen ist sie ja nicht, aber finanzielle Gründe hatte das jetzt auch nicht. Also wenn man sich mal so anguckt, das Bürgergeld ist im Haushalt 2024 mit 26,5 Milliarden Euro veranschlagt. Hinzu kommen nochmal 11 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft und der Heizung. Und diese Sanktionen für Totalverweigerer, die sollen laut Plan ungefähr 150 Millionen Euro abbringen. Aber das ist eine komplett fiktive Zahl. Da gibt es keine belastbaren Rechnungen dahinter, ob das tatsächlich so viel ist oder nicht. Der Weiterbildungsbonus, den du erwähnt hast, Barbara, das ist auch nicht viel. Das sind insgesamt 50 Milliarden Euro. Also das sind im Prinzip Peanuts. Der Bürgergeldbonus, der Weiterbildungsförderung bleibt. Der nennt sich Bürgergeldbonus. Ja, ja, also aber der, ja, wenn du sozusagen eine Weiterbildung machst, richtig, die aber nicht zu einem Abschluss führt, ne, das ist das Ding. Also viel ist das nicht. Also es war im Prinzip so, in diesen schwierigen Haushaltsverhandlungen, jeder musste was geben. Und die FDP brauchte schlicht irgendwas, was Bedeutung hat. Und sich von Hartz IV zu verabschieden und dieses Bürgergeld einzuführen, das war für die SPD ein richtig langer Weg und ein richtig harter Kampf. Und da mussten sie dann halt wieder zeigen, wir sind auch bereit, Abstriche zu machen. Und dann haben sie eben diese beiden symbolträchtigen, also das letzte ist ja eher kontraproduktiv, würde ich sagen, also bisher die Leute in eine qualifizierte Arbeit bringen. Es bringt ja wenig, ihnen zunächst zu sagen, wir streichen dir deine Weiterbildungsprämie oder wie das korrekte Wort ist, Bürgergeldbonus. Also das sagt ja das Heilministerium selber, das ist eigentlich sinnwidrig. Aber bei diesen Sanktionen, da haben sie doch nicht ganz so hart gekämpft, weil im Prinzip auch die SPD... Also Teil und die SPD weil sie im Prinzip der Meinung sind, Arbeit muss sich irgendwie lohnen und wer sich dem verweigert, den wollen wir nicht zusätzlich unterstützen. Das war eher schmerzhaft für die Grünen, denn die Grünen
waren von Anfang an der Meinung, Sanktionen sind nicht nur sinnlos, sie beschädigen auch die Würde der Menschen und sie haben hart dafür gekämpft, dass diese Sanktionsfreiheit oder das war ja dieses Zitat aus dem Koalitionsvertrag, wo ich noch extra nochmal die Würde erwähnt wurde, ne? Und das bezog sich ja auf Sanktionen, glaube ich. Ich wollte dann dazu noch was ergänzen. Also was Sie jetzt beobachten, ist das Paradox dieser Förderung, was wir aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sozusagen kennen. Denn dann, wenn die Wirtschaftslage schwieriger wird und wenn die Zahl der Leistungsempfänger potenziell steigt, was wir jetzt auch erlebt haben durch die Ukraine-Flüchtlinge, dann kommt diese Diskussion mit der Faulheit der Arbeitslosen plötzlich. Mhm. Das heißt, man weiß aus der Forschung, dass in den 90er Jahren, als wir strukturelle Massenarbeitslosigkeit haben, da wurde dieses Gespenst des faulen Arbeitslosen zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich keine Stellen gab. Das heißt, es gibt da keinen logischen Zusammenhang. Und jetzt haben wir vor 3-4 Jahren, wir hatten ja eine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Wir hatten eine Diskussion über Sanktionsfreiheit, die auch in den Mainstream-Parteien geführt wurde, zu einem Zeitpunkt, als wir hier eigentlich doch in einer Arbeitsmarktlage, wo jeder hätte sagen können, aber es gibt doch Arbeit, Leute, warum redet ihr denn hier über das bedingungslose Grundeinkommen, bitte sehr, oder Sanktionsfreiheit, es gibt doch Arbeit, die wollen doch wirklich nicht arbeiten. Was man von der Logik her vielleicht vor 3-4 Jahren hätte noch sagen können, jetzt haben wir eine höhere Zahl an Leistungsempfängern, der Haushalt ist enger geworden durch Klima und Krieg, also diese anderen Anforderungen. Ja. Und jetzt wird das wieder mit dieser Schuldzuweisung an die faulen Arbeitslosen aus. Und das ist eben dieses Paradoxon. Aber wenn ich das richtig finde, ich euch beide jetzt hier, aber und Anna richtig verstanden habe, ist es im Grunde Symbolpolitik. Das ist nicht sozusagen durch haushalterische Zwänge verursacht, sondern es ist eigentlich Symbolpolitik oder politische Deals. Nicht ganz richtig, weil man hat ja jetzt tatsächlich diese Haushaltszwänge hat man ja durch diese Ausgaben für Klimaschutz und Krieg und so weiter, ne? Ja, aber ja. Weil es nicht so viel bringt, wie Anna sagte, ja. Gut, ja, Sabine. Aber ich meine, die Situation wird sich ja noch weiter verschärfen, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt über den nächsten Haushalt reden, das Geld ist so knapp und wenn wir gucken, irgendwie, es muss mehr in die Verteidigung gesteckt werden, wir alle sagen wir haben diesen Fachkräftemangel, die Wirtschaft ist schwach. Mhm. Das ist ja eine total dramatische Lage und ich glaube, das ist eine Situation, wo man auch oder die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft auch anfällig sind für diese Erzählung eines des faulen Arbeitslosen. Und es gibt ja, darauf hat sich die Union oder die CDU jetzt immer wieder bezogen, dass es ja auch in der Bevölkerung quasi einen kritischen Blick auf auf das Bürgergeld gibt. Und ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt. Es gibt irgendwie eine relativ neue Umfrage, wo 77%, also von Forsa für RTL, wo 77% sagen, dass sie grundsätzlich eine Verschärfung beim Bürgergeld richtig finden. Also das ist schon eine große Zahl. Ja, das ist eine sehr große Zahl. Ja, da hast du recht. Es ist die Frage, ob das medial unterstützt und inszeniert ist oder ob man, das... Man darf ja auch zur Genese, was Anna vorhin, da muss man ja auch sehen, wir hatten dadurch, dass wir nach dem Angriffskrieg jetzt diese Inflation hatten, auch haben wir ja so, wurde diese Berechnungsformel angepasst und es wurde eine zweite Berechnungsformel draufgesetzt, die mehr die Preissteigerung beim Bürgergeld, genau. Die mehr. Und dadurch hatten wir dann im Januar jetzt plötzlich eine Steigerung von 12%. Und das hat natürlich bei den Leuten, 12% und die Tarifverhandlung hat 4% mehr oder was. Und 12, und das hat plötzlich dieses Gefühl. Und das ist eben genau diese fragile Situation im Sozialstaat, dass dann die Stimmung so kippen kann. Und die allermeisten Leute kriegen ja kein Bürgergeld, sondern arbeiten ja immer noch, wenn es nicht Rentner sind. Und dann kommt es eben genau zu diesen Ergebnissen. Ja, eine Sache. Klar kannst du beim Bürgergeld immer noch was rausquetschen, ja? Also 200 Millionen Euro sind ja auch nun nicht nichts. Aber es ist gemessen an dem ganzen Batzen, den das Bürgergeld kostet, sind es gerade mal 1%. Und man wird jetzt nicht weiterkommen und sagen, die Löcher oder das Geld, was es braucht, um die Transformation anzukurbeln, um das Klima zu retten und so weiter, das wird man nicht durch Einsparungen beim Bürgergeld oder das wird man einfach nicht zusammenkratzen. Das wird auch die CDU nicht schaffen mit ihrem Konzept. Deshalb ist dieses, wir quetschen bei den Armen noch so ein bisschen raus, lenkt ja davon ab, dass man eigentlich am oberen Ende nichts machen will.
Also da gibt es ja ungenutzte Potenziale und die werden überhaupt nicht diskutiert. Also du meinst, das ist Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Reichensteuer. Was wir immer wieder in diesem schönen Podcast immer wieder anführen. Das wäre nicht zum ersten Male. Und wir tun das immer so. Ja, aber es ist ja, aber wenn man mal überlegt, also so eine, durch eine vernünftige Besteuerung von Erbschaften könnte man 10 Milliarden Euro pro Jahr heben. Das sind ja ganz andere Summen als die, über die wir gerade debattieren. Oder die Vermögenssteuer oder Vermögen richtig besteuern, 20 Milliarden. Also das sind ganz andere Größenordnungen bei einer relativ kleinen Gruppe. An die kommt man aber nicht ran. Die sieht man ja auch nicht. Ne? Das ist richtig. Man sieht quasi die Bürgergeldempfänger. Man sieht die Leute, die irgendwie vornehmlich nichts tun. Und das sind dann die Leute, die kennt man ja. Die wohnen um die Ecke. Das ist richtig. Und dann ist das eine Debatte der Armen gegen die Ärmsten. Und was ich noch sagen will, für die SPD ist das natürlich auch eine Debatte, die sie jetzt mal aushalten muss, weil sie kämpft da im Prinzip gegen ihre eigene Klientel. Die Leute, die sagen, ich arbeite mich hier krumm und bucklig und habe kaum mehr als derjenige, der den ganzen Tag nichts macht, das sind eigentlich ihre Wählerinnen. Da geht es auch um das berühmte Wort Respekt. Ne? Und die sagen, Respekt heißt eben auch, dass ich deutlich mehr habe als derjenige, der nichts macht. Also das kann man illustrieren durch so eine kleine Geschichte. Ich war diese Woche bei Olaf Scholz bei so einem Kanzlergespräch in Brandenburg an der Havel und da gab es dann eine Rentnerin, die also genau diesen Text dann hatte, und sagte, also diese Bürgergeldleute, die kriegen ja jetzt so viel und die haben ja so eine Anhebung bekommen. Und ich sehe die ja, die gehen morgens mit ihrer Familie ins Kaufhaus und lassen sich da gut gehen und wollen nicht arbeiten. Und wir haben früher gearbeitet und wir kriegen so wenig Rente. Und das fand ich interessant, wie Scholz da reagiert hat. Er hat nämlich nicht, weil sonst so eher populistischen Forderungen hat er sehr höflich, aber bestimmt so versucht, das anders zu wörden. Und hier also keine Kritik, sondern ja, das sind Schlawiner und wir machen ja was und 2 Monate und das gibt, die kenne ich auch. Also im Grunde das eher verstärkt. Und das ist, fand ich, eine schwierige Position, schwierige Geschichte, wie Scholz das gemacht hat. Aber da konnte man genau das dran sehen, was du gerade erwähnt hast, Anna, dass es nämlich, würde sagen, die SPD in dieser Frage sehr gespalten ist. Es gibt nämlich den einen Teil, der genauso redet wie diese Rentnerin. Mhm. Und einen anderen Teil, der sagt, also das ist doch alles populistischer Mist. Und das ist genau die Erzählung der CDU natürlich. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz zur CDU. Wie siehst du das denn, Sabine? Warum macht die Union das? Will die das jetzt wirklich spielen? Ist sie da, macht die das taktisch? Ist das wirklich überzeugungsstark? Sind die wirklich davon glauben die wirklich, dass man, wenn man diese Totalverweigerer so richtig an die Kandare nimmt, dass dann der deutsche Sozialstaat zukunftsfest gemacht wird und die Gerechtigkeit Einzug hält? Oder machen die das draufgesetzt auf diese medialen Kampagnen? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, dass wenn man sich anschaut, wer inzwischen bei der CDU das Sagen hat, sind ja eher die wirtschaftsliberalen Konservativen in der CDU. Und ich glaube, dass also so einer wie Carsten Linnemann, der ja stark dafür steht, für dieses Konzept, also der Generalsekretär, dass der das wirklich auch glaubt. Also das zieht sich auch durch Veröffentlichungen. Ich habe das jetzt tatsächlich irgendwie noch mal ein bisschen nachgelesen, dass er sagt, irgendwie Leistung muss sich lohnen. Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Der sagt das ja dann auch immer in so einem Zack-Zack-Ton. Ne? Subjekt, Prädikat, Objekt, wie er sagen würde. Ja. Also das ist wirklich zum Teil auch hart anzuhören. Aber das ist, glaube ich, schon Teil Überzeugung. Und dann kommt natürlich dieses populistische Element dazu, dass sie das so stark über diese Totalverweigerung gespielt haben, dieses Konzept. Man muss ja sagen, irgendwie, das finde ich ja auch ganz wichtig, das wird ja jetzt als das große Sozialkonzept. Ich meine, es handelt sich um ein Papier von 4 Seiten. Das sind Stichworte. Da ist nichts wirklich durchdacht. Das sind Stichworte, die da reingegeben werden. Und selbst die CDA, also der Arbeitnehmerflügel, Sozialflügel der CDU, hat gesagt, naja, da fehlen ja, also wenn man mit den Leuten so redet, da fehlen ja ganz extrem wichtige Punkte und die wir müssten uns um die Aufstocker kümmern zum Beispiel. Das kommt da gar nicht drin vor in diesem Papier. Also es hat diesen populistischen... Es hat auf jeden Fall dieses irgendwie, ich meine... Was immer gesagt wird, niemand, der wenig verdient, hat was davon, wenn ein Totalverweigerer keine Kohle mehr kriegt, weil das schließt sich ja nicht in der immer viel zitierten Bäckerei-Fachverkäuferin, in deren Gehalt schlägt sich das ja nicht nieder. Die hat deshalb ja nicht mehr Kohle, sondern vielleicht hat sie, und das ist irgendwie das, was ich mich so ein bisschen frage, wo mir auch eure Meinung interessieren würde,
Geht es dann darum, dass die sich besser fühlt, weil es den anderen schlechter geht? Oder dass zumindest so rhetorisch vorgeführt wird? Das scheint mir eine Rolle zu spielen. Aber ob sich das dann wirklich letztendlich auszahlt? Also wenn ich was sagen. Also mir hat jemand, der vom Jobcenter gesagt, der da wie gesagt Chef ist der ganzen Personalräte, dass er sich eigentlich wundert über diesen Vorstoß der Union, weil er sagt, da sind ja auch Sozialpolitiker drin, ausgewiesene Sozialpolitiker. Die wissen das in der Praxis, das so gar nicht umsetzt und dass es die Totalverweigerer so gar nicht gibt. Warum machen die das? Haben wir uns am Telefon drüber unterhalten, so im Hintergrund. Ich glaube, dass die CDU da eine Handlungsfähigkeit suggeriert. Das ist also ein Simulacrum in gewisser Weise, weil nämlich tatsächlich die Situation, was Anna sagte, der SPD-Wähler, derjenigen, die jetzt 2500 netto haben, sagen wir mal, mit einem Job in der Dienstleistung, die haben gestiegene Wohnkosten in der Urbanisierung, Stichwort Urbanisierung, Inflation. Und da gibt es tatsächlich ein Problem, die alles auf sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und da gibt es natürlich dann jetzt die Arbeitslosen wieder zu nehmen und als Sündenbock. Und dann haben wir eben Fluchtbewegungen. Wir haben die Ukrainer, die jetzt Bürgergeld bekommen. Und das jetzt zu nehmen und die als Sündenbock herzunehmen und dann den starken Max zu machen mit den Totalverweigerern, das ist eine Simulation von Handlungsfähigkeit, weil eben diesen 2400 Euro Leuten im Grunde, da gibt es kein politisches Konzept. Anna oder Sabine. Ich möchte da bloß eine Studie ergänzen vom IFO-Institut. Die haben sich nämlich angeguckt, lohnt sich Arbeit gegenüber Bürgergeld? Also die gute Nachricht ist erstmal, Arbeit lohnt sich eigentlich immer. Und das haben die sich für verschiedene Personengruppen angeguckt. Also vom Single zu alleinerziehenden Paare mit das Kindern. Das war eine Studie fürs Arbeitsministerium? Anfang des Jahres ist die rausgekommen, können wir vielleicht auch mit verlinken. Was allerdings tatsächlich ein Problem war, war der Niedriglohnsektor. Nur mal ein Beispiel, wenn jemand als Single 1500 Euro verdient, also das ist Mindestlohn, aber nicht Vollzeit. Ne? Vollzeit ist ungefähr 2000 Euro. Und sie oder er würde sich auf 2000 Euro steigern, also würde seine Stundenzahl steigern. Dann hätte er sie unterm Strich keinen Cent mehr in der Tasche. Also wenn du im Sozialleistungs... Wegen dem Wohngeld, ne? weil der Wohngeldanspruch. Also Sie haben es begründet dadurch, dass es sich eigentlich, da wird immer geprüft, was ist günstiger, Wohngeld oder Bürgergeld. Und für Leute, die niedrig wenig verdienen, lohnt sich das quasi, da ist das Bürgergeld dann besser. Die bleiben dann einfach in diesem Bürgergeldbezug, das wird dann verrechnet. Sie arbeitet mehr, aber hat keinen Cent mehr, also es lohnt sich nicht. Okay, das hängt damit zusammen, dass es so eine Staffelung gibt bei Aufstockern, ne, die dann also sozusagen ab einem bestimmten Betrag dann das irgendwie nur zum Teil kriegen, zum Teil nicht kriegen. Das ist so, das ist auch bekannt, das ist auch schon lange so. Die Frage ist, was ist denn die Alternative? Also wie könnte man dieses System, das ist ja sozusagen das, worauf die CDU im Grunde genommen auch die ganze Zeit geht. Es gibt hier ein falsches Anreizsystem, das die Leute da vom Arbeiten abhält. Genau. Das ist ja sozusagen das konservative Standardargument gegen den Sozialstaat. Und hier haben wir einen kleinen Punkt, eine Gruppe, bei der das offenbar laut IFO-Institut so sein kann. Also aber was ist die Alternative? Also das sind dann immer bestimmte Fallkonstellationen, die werden dann immer gezeigt. Und dann, man kann natürlich an diesen Fallkonstellationen arbeiten, dass man die Sozialleistungen vom Bürgergeld und vom Kinderzuschlag und vom Wohngeld transparenter und anders miteinander. Das ist eine ziemliche Fitzelarbeit. Aber selbst wenn man das macht, gibt es natürlich das Argument, dass man, wenn jemand hart arbeitet und hat nur 250 Euro mehr im Monat, sage ich mal, ne? Gibt ja Leute, die Rechnung aufgemacht haben, das war ja nur aus den 90ern, für 250 Euro arbeite ich nicht. Also damals, das war so eine Haltung, fand ich damals eigentlich schon ein bisschen empörend. Also das heißt, tatsächlich ist der Abstand dann klein und das ist aber ein Problem. Aber das ist ein systemisches Ding, was im Grunde unvermeidbar ist? Mir fallen spontan zwei Stellschrauben ein. Einmal ist der Mindestlohn, also wenn du die Löhne erhöhst, dann hast du automatisch einen höheren Abstand. Und das Zweite ist, dass man natürlich was machen kann. Also Wohngeld beziehen ja Leute, die, das ist ein Zuschuss zur Miete, das überweisen die im Prinzip an die Vermieter. Ne? Also man könnte natürlich dafür sorgen, dass die Mieten nicht so stark steigen. Also das wird ja quasi unwidersprochen, dieser Wohnungsmarkt. Also man kann ja sagen, mit dem Wohngeld bezuschusst der Staat den Wohnungsmarkt. Also das geht alles in die Taschen der Vermieter. Und man könnte nochmal über eine wirksame Mietpreisbremse nachdenken und dann müsste der Staat auch weniger Wohngeld zahlen. Es ist immer ein Problem, jedenfalls. Es gibt ja auch Vergünstigungen, wenn man immer im Bürgergeldbezug ist. Zum Beispiel lange mal, es gab die GEZ-Befreiung gibt's und so. Ne? Und das war früher immer die Rechnung, dass man gesagt hat, welche Vergünstigungen verliere ich, wenn ich jetzt aus dem Bürgergeld- oder Hartz-IV-Bezug damals rausgehe. Ich
finde, das ist schwer zu lösen. Man kann an Einzelfällen arbeiten, aber es wird immer, ein kleiner Unterschied bleiben. Man muss aber sagen, dass die Leute, die arbeiten, die haben andere Rentenansprüche später und so weiter. Ne? Also das, man muss es in the long run sehen und den Leuten da mit argumentieren. Aber klar ist doch, dass die Löhne hoch müssen. Also wenn du die Differenz steigern willst, dann müssen die Löhne hochgehen. Das geht natürlich nur, wie du, Anna, gerade gesagt hast, über eine Anhebung des Mindestlohns. Ich wollte noch was zur CDU sagen. Das wäre jetzt so ein kleiner, weil du vorhin, Barbara, diesen Menschen aus dem Jobcenter zitiert hast und gesagt hast, irgendwie haben doch Sozialpolitiker, wie können die sowas sagen? Ich glaube, man muss schon ein bisschen mehr dieses größere Bild der CDU sehen. Ja? Also die nach dieser verlorenen Wahl 21, die versuchen, sich wieder neu aufzustellen, sich ein neues Gesicht zu geben, sich inhaltlich zu positionieren und abzugrenzen von den Ampelparteien. Und das spielt natürlich eine total große Rolle. Und da mit dieser Totalverweigerung, wir setzen jetzt auf Sanktionen, wir greifen da mal durch und zack, zack, zack. Das ist natürlich für die Positionierung so schön eingängig. Funktioniert erstmal für die super. Und die haben Sozialpolitiker. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Sozialflügel, ich meine, das war eine interessante Pressekonferenz, als sie das vorgestellt haben. Da stand ja nicht nur Carsten Linnemann, also der Generalsekretär, dann Laumann, der Sozialminister aus NRW, der gleichzeitig Chef des Sozialflügels ist, Gita Konnemann, die Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung und dann noch dieser Sozialrichter, den ich vorhin schon gesagt habe. Und man merkte eigentlich schon, dass Laumann da echt nicht so richtig überzeugend war. Der hat dann irgendwie so gleich so reingenuschelt, wie er manchmal reinnuschelt, dass das mit den Totalverweigerern, dass das eben nur eine kleine Gruppe ist und dass man das nicht überbewerten darf und so. Ne? Der weiß das natürlich alles und dass es eigentlich um andere Sachen geht. Und ich finde, dieses Papier ist schon auch ein Zeichen dafür, wie schwach der Sozialflügel innerhalb der CDU inzwischen ist. Eine Nachfrage dazu. Also ist es auch gerichtet an Richtung so FDP, AfD, also um da irgendwie eine Wand einzuziehen oder da geschützt zu sein. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man sich an die letzte Wahl erinnert, dann hat die Union die ja auch deswegen verloren, nicht nur wegen Armin Laschet und den unglücklichen Bildern. Soziale Kälte. Sondern auch, weil sie im Grunde genommen gar nichts, also gegen diese Mindestlohnsache der SPD, die dann so auf einmal eine neue Glaubwürdigkeit hatte, auf dieser Seite, wo sie jahrzehntelang im Grunde genommen der Agenda schwach war, wo sie im Grunde genommen völlig sprachlos waren. Also die hatten überhaupt kein Wording. Und ist das nicht auch eine Überlegung bei der Union, dass es ungut wäre, wenn sich das 25 wiederholen würde? Oder sagen die, ach, die Zeiten sind anders? Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass das war jetzt nicht nur unsere Analyse oder die Analyse von irgendwelchen Linken, die Ergebnisse der Bundestagswahl angeguckt haben, sondern es war auch die Analyse im Konrad-Adenauer-Haus, also der CDU-Zentrale, dass die Partei soziale Kälte ausgestrahlt hat, dass das ein Problem war und zu dem Verlust der Mittewähler, die ja so früher Merkel gewählt haben, beigetragen hat. Ich glaube, dass sie das so ein bisschen abwägen. Also die sind ja nicht doof, die wissen das schon auch. Aber im Augenblick, glaube ich, setzen sie da schon mehr auf Populismus. Und das hat vielleicht auch was mit den Wahlen in den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Weil da kommt das gut an. Wie sieht es denn bei der SPD aus, Anna? Also sozusagen das perspektivische Denken. Kann man da schon irgendwas erkennen, wie die sich jetzt für den Osten, für die Europawahl ist ein bisschen, oder zur Bundestagswahl da positionieren werden? Werden die mit wiederum so einer Mindestlohn 15-Euro-Sache da reingehen? Oder also weil es letztes Mal so gut geklappt hat? Und Das zeichnete sich ja schon ab. Sie haben sich auf dem Parteitag im Programm für einen höheren Mindestlohn ausgesprochen. Ganz knapp sind Sie an der Formulierung 15% vorbei, aber Perspektive. 15 Euro. Genau. Ich war gerade noch bei den Umfragen der SPD. Ja. Nein, Sie sind. Also es gab schon Leute, die wollten, dass da 15 Euro drin stehen. Das haben sie noch abgebogen, aber perspektivisch, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, dass sie es wieder über den Mindestlohn gehen und versuchen, das Bürgergeld so gut wie möglich zu schützen, also beziehungsweise aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Das ist eine Debatte, die ist nicht gut für die SPD, die wissen das selber, aber
Sie können jetzt ja auch nicht umfallen, wie die Dominosteine. Da würden Sie auch hinter das zurückfallen, wo Sie sich ja mühsam wieder angenähert haben. Und wer weiß, wenn wir wieder so eine Situation kriegen wie eine Pandemie oder so, dann kippt die Stimmung ratzfatz wieder. Dann sagen die Leute, gut, dass es dieses Bürgergeld gibt und gut, dass wir nicht sofort umziehen müssen. Also das ist ja alles so schnell und kurzlebig. Ne? Also, aber wahrscheinlicher ist ja, dass wir vor einer wahnsinnig dramatischen Haushaltslage stehen und das eher einzahlt. Und dann wird es echt schwierig, glaube ich. Das ist also wenn es gleichzeitig das Szenario gibt, dass die Leute wirklich merken, dass staatliche Leistungen runtergefahren werden und dass es sozusagen diese Konkurrenz unten noch einfach weiter zunimmt. Aber nochmal, weil es ist ja auch oft auch von einem Mentalitätswandel, den wir jetzt brauchen, die Rede. Ne? Also die Leute, die wollen gar nicht mehr arbeiten, die kämpfen jetzt hier für eine 4-Stunden-Woche. Das passt eigentlich gut in diese Erzählung. 4 Stunden, 4 Tage-Woche. Ich bin nur ein bisschen an Schlagen. Ein neuer Vorschlag. Aber das passt auch gut in diese Erzählung von diesen Totalverweigerern. Also man muss sich mal gucken, das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Die objektiven Zahlen sprechen ja eine ganz andere Sprache. Das Statistische Bundesamt hat im November eine Statistik veröffentlicht. Wir haben jetzt 46 Millionen Beschäftigte. Das ist Höchststand, historischer Höchststand. Noch nie haben so viele Menschen gearbeitet. Genau. Gleichzeitig fehlen 7 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Ja, also da kommen wir mit unseren, selbst wenn wir alle 1,6 Millionen Menschen, die jetzt noch im Bürgergeld sind, in den Arbeitsmarkt pressen, dann reicht das einfach nicht. Und es gibt doch auch eine Untersuchung, dass nachdem das Bürgergeld eingeführt worden ist, es auch nicht mehr Leute gibt, die quasi gesagt haben, okay, dann höre ich jetzt mal auf zu arbeiten, weil das ist alles so easy. Das ist ja auch so eine Erzählung, das ist statistisch gar nicht haltbar. Aber es ist natürlich so, es verändert natürlich trotzdem nochmal, also dieses, das immer so gesagt wird, der Arbeitsmarkt hat sich ja völlig verändert. Ja, ich habe mal nachgeguckt, es gibt 700.000 offene Stellen, 2,6 Millionen Arbeitslose, also noch immer so ein Verhältnis. Ja, viele melden aber auch offene Stellen gar nicht mehr, weil sie denken, das Arbeitsamt kann mir da eh nicht helfen. Ja gut, aber also ich meine, es hat sich verändert, aber sozusagen das, was noch kommt, also mit Boomern in Rente, das ist noch nicht jetzt da, sondern das wird irgendwie in ein paar Jahren da sein. Ne? Aber trotzdem hat sich ja der Diskurs auch da verändert. Oder ist die Frage, wie ist euer Eindruck? Schlägt das schon durch, dass es jetzt eben sagt, ja, wie jetzt, wir brauchen doch, alle müssen arbeiten und die gefälligst auch. Und ja, das schlägt schon wir durch, brauchen doch die Fall. Leute. Das ist eine andere Situation, als das vor 20 Jahren war, wo die Leute also mit auf Gedeih und Verderb zu irgendwelchen Jobs verdonnert haben, die es aber gar nicht gab. Ja, also ich denke, das schlägt auf jeden Fall durch. Das ist der große Unterschied auch zu der Situation in den 90er Jahren. Also wenn die Leute sehen, an ihrem Bäckerladen steht Aushilfskraft gesucht und es steht schon seit 3 Monaten da und dann sagen die in der Bäckerei, es gibt heute keine Sandwiches, weil wir niemand haben, der die Wurst drauflegt, ist mir neulich passiert. Ja. Und so das, und weil Erzieher jetzt, ich habe gehört, Kitas schließen jetzt immer schon um 4 oder manche machen mal eine Woche ganz dicht, weil kein Personal. Ja, das, ganz aktuell bei meiner Schwester ist das auch so. Ja, ne? Die Kita schließt immer um 16 Uhr. Ja, habe ich auch schon gehört. Also das erhöht den Druck in dieser Diskussion, also die wir jetzt haben auf Bürgergeldempfänger, jetzt mach doch mal. Oder ist das euer Eindruck? Ja, jetzt wird jeder, also die Erzählung ist doch, jetzt wird jeder gebraucht. Ne? Also das, also von der Union wird das auf jeden Fall stark gespielt. Mhm. Aber das muss man natürlich dann mit höheren Löhnen verbinden. Ja, mit höheren Löhnen und einer besseren Qualifizierung. Also ich meine, wenn jetzt irgendjemand 5 Jahre, du kennst ja die Leute besser, die dann als Langzeitarbeitslose gelten. Ne? Wenn ich jetzt sage, komm doch hier in die Kita, hier wirst du gebraucht. Ich weiß nicht, ob das oder bei uns in der Bäckerei oder in der Schlosserei oder wo auch immer. Ich glaube, das sind nicht die Leute, die jetzt händering gesucht werden von den Unternehmen. Also bei den Langzeitarbeitslosen, wenn man sich das mal anschaut, das ist so differenziert. Also zum Beispiel, die Leute wohnen auf dem Land und haben kein Auto. Wird komplett unterschätzt. Ne? Die Leute sprechen nicht genug Deutsch. Dann können sie in der Bäckerei keine Kunden bedienen. Leider, weil sie eben nicht genug Deutsch sprechen. Und dann haben sie keine Berufsausbildung. Das kommt auch noch dazu. Dann haben wir ja die ganze Psychiatrie ins Bürgergeld ausgelagert in Deutschland. Also alle, die eben psychisch nicht so in der Lage, aber noch 3 Stunden am Tag irgendwas machen können, sind im Bürgergeld. Also man muss einfach auch sagen, das ist eben auch eine Sozialleistung, eine Grundsicherung. Ja, genau. Also, die sind nicht arbeitsfähig zum Teil. Kommen wir vielleicht kurz auf diesen in dieser Woche vorgestellten Armutsbericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Da war das Ergebnis, es gibt ungefähr 14 Millionen Leute in Deutschland, die als arm gelten. Arm heißt, um es mal kurz so zu umreißen, Single,
hat nicht mehr als 1180 Euro im Monat, aber also das ist Max, ja. Also viele haben auch wesentlich weniger. Interessant fand ich jetzt daran, dass dass nur 6% davon arbeitslos sind. Also 94% haben irgendwie Rente oder sind Kinder oder haben Jobs. Und das macht ja doch ein großes Fragezeichen hinter diesem Slogan Soziales, was Arbeit schafft. Also dass man dieses Armutsbild, das ist nicht unbedingt nur direkt verkoppelt mit Arbeitslosigkeit, sondern das ist Aufstocker. Also es ist ein sehr differenziertes Bild. Kranke Leute. Kranke, es gibt eine... Selbstständige, genau. Und du verfolgst das ja schon lange, Barbara, Armutsentwicklung in Deutschland. Hat dich da irgendwas überrascht oder wie siehst du das? Wie drängend ist das jetzt im Moment? Also ich muss sagen, ich kenne ja diesen Armutsbericht, das ist Mikrozensus. Da werden ja bestimmte Leute gar nicht erfasst, zum Beispiel nicht die Leute in Gemeinschaftsunterkünften. Bei mir um die Ecke ist ja... Also die Daten sind von 22. Ja, Statistisches Bundesamt, das ist Mikrozensus. Genau. Hier werden es eine Befragung, da gibt es inzwischen eine Auskunftspflicht. Mhm. Also das heißt, man muss sehen, dass ja auch inzwischen in Deutschland eine Armutsgruppen entwickeln, die gar nicht in so einer Statistik vorkommen. Die leben also schon seit ein, zwei Jahren in Heimen, in Gemeinschaftsunterkünften, weil die keine Wohnung finden, in Berlin zum Beispiel. Da wurden jetzt bei uns diese Module, diese Container wurden jetzt nachbelegt. Das heißt, es sind zum Teil 8 Leute in diesen Modulen, was wie ein Gefängnis ist. Und so, also das heißt, wir haben Armutsgruppen, das sind diesen unter 1180 Euro ist eine Gruppe. Aber wir haben darunter auch noch eine Gruppe durch die Globalisierung und die Fluchtzuwanderung, haben wir noch eine Gruppe von Verelendung, ich nicht sagen, das ist ein blödes Wort, aber von Armut, die noch mal viel krasser ist. Und wir sehen jetzt, die Armut der Welt kommt jetzt bei uns, die ist jetzt bei uns vor der Tür. Die wohnt da um die Ecke sozusagen. Und das ist was, woran sich die Leute... Die sind so recht aber gar nicht auftaucht, sagst du, weil die beiden Mikrozensus haben. Also mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Schule begleitet hier in Kreuzberg, also in Berlin-Kreuzberg, die als sogenannte Brennpunktschule galt und da waren 24 Kinder in der Klasse und dann sagte mir die Klassenlehrerin, ja, außer zweien haben die alle einen Berlin-Pass. Das ist so ein Pass, wo du sozusagen, wenn deine Eltern irgendwie Sozialleistungen beziehen, dann kriegst du die Schulbücher kostenlos, Ausflüge und so weiter. Und sagte aber, die haben eigentlich alle Arbeit. Die arbeiten alle, aber die verdienen nicht genug. Das muss man sagen, war vor Einführung des Mindestlohns, aber trotzdem kommst du ja ruckzuck in Wohngeldbezug oder Sozialleistungsbezug, wenn du da irgendwie mehrere Kinder hast oder und trotzdem nur auf so einer 30%-Stelle bist und so. Das ist ja. Genau. Also, das sind die drei großen Gruppen, die Ulrich Schneider, also der Vorsitzende von dem Verband, eben genannt hat. Das ist auch eigentlich bekannt. Das sind eben Alleinerziehende, sind also auch betroffen davon. Und wenn man viele Kinder hat und wenn man keinen deutschen Pass hat, das sind im Grunde genommen die drei. Marker, die das wahrscheinlich machen, dass du zu diesen 14 Millionen gehörst. Und das ist aber angesichts der Arbeitskräftelücke, die wir haben, natürlich eine Situation, die eher dramatischer geworden ist. Weil natürlich, was sind das für Kinder? Was wird in die Kinder investiert? Werden die abgehängt oder wir sind komplett auf die angewiesen? Es kann also nicht sein, dass es hier eine Gruppe gibt von Leuten, die Kinder kriegen und viele Kinder kriegen, auch von Zuwanderung, auch mit sogenannten Migrationshintergrund. Und dann aber ist die Gefahr, dass sie abgehängt werden, weil eben bestimmt, weil die Wohnung zu klein ist und das Kind hat gar keinen eigenen Schreibtisch, um die Hausaufgaben zu machen. Also erzählen mir Lehrer, dann geht's schon. Und das sind Sachen, die eher jetzt dramatischer werden, weil wir den Arbeitskräftemangel ja haben, weil wir die Leute ja brauchen. Ich würde sagen, da kommt der Staat, Entschuldigung, seiner Bringschuld auch nicht nach. Weil wenn man sieht, dass irgendwie bei den Viertklässlern, da jedes vierte Kind nicht richtig lesen kann, dass 100.000 oder 800.000 sind es, glaube ich, Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, da muss ich sagen, da wird er doch den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und wie ändert man das? Mehr in Bildung. Besseres Bildungssystem. Also so platt gesagt. Ja, also wenn wir allein bei den Schulen einen Investitionsstau von 50 Milliarden Euro haben und wir sagen, oh, das schleppen wir mal mit uns hin, das ist uns im Prinzip egal, wo die Kinder lernen. Ich finde, da muss dringend was passieren. Also zugespitzt mehr Geld, das ist ja die FDP-Position, wenn ich recht sehe, werfe ich jetzt mal in den Ring. Also mehr Geld ins Bildungssystem und Kindergrundsicherung brauchen wir eigentlich nicht so stark. Ja, man muss es ja nicht gegeneinander ausspielen, würde ich sagen. Aber ich finde, dass es schon sinnvoller ist, über das Bildungssystem zu diskutieren, als über Totalverweigerer. Ja, da stimme ich dir zu.
Und allein schon die Unterrichtsausfälle, was ich jetzt so höre, wegen Personalmangel, und da bleiben dann auch Leute, die eigentlich Förderung brauchen, auf der Strecke. Ja, das kann ich auch wieder aus anekdotischer Evidenz erzählen bei meiner Schwester. Da ist halt, die Tochter ist in der dritten Klasse, die hat seit dreiviertel Jahr keine Mathelehrerin. Das fangen alles die Eltern auf. Ja. Aber jetzt denk mal an Elternhaus, wo die Eltern nicht so fit sind oder wo sie sagen, okay, Mathe, das konnte ich noch nie. Kannst dir vorstellen, was dann ist. Ja. Wenn wir jetzt diese Haushaltslage, ihr habt es halt ein paar Mal schon angesprochen, das wird ja ein schwieriger Haushalt der nächste. Das sieht man ja jetzt schon, der letzte war ja schon furchtbar. Wird denn da, wer muss denn da bluten? Also Lindner hat ja vorgeschlagen, wenn ich mich recht entsinne, einfach alle Sozialleistungen für 3 Jahre einzufrieren. Also alle, ja. Also die nicht gesetzlich fixiert sind. Rente geht gar nicht, ne? Ist ja, aber das heißt dann zum Beispiel Bildung und solche Sachen möglicherweise auch. Also ist das jetzt, was kommt da auf uns zu? Das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. In dieser Koalition hat ja jeder Partner so seine Goodies, ne? Also für die SPD ist das der Sozialstaat. Für die FDP ist das jetzt komischerweise die Schuldenbremse. Und für die Grünen ist es das Klima. Also Sozialstaat und Klima kosten. Und Schuldenbremse kostet erstmal nichts. Das heißt erstmal nur, dass wir eine Obergrenze haben auf die zulässige Verschuldung. Das sind 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt und die muss eingehalten werden. Und ja, das ist sozusagen, wie dieser Haushalt tatsächlich dann aufgestellt wird, das ist die spannende Frage. Also es gibt Leute, die sagen, das wird nicht ohne eine Reform der Schuldenbremse gehen und man muss der FDP da irgendwie eine goldene Brücke bauen, über die sie da gehen kann. Aber die Idee kenne ich noch nicht. Aber vielleicht noch nicht über eine Reform der Schuldenbremse, aber über eine Aussetzung für das Jahr dann. Was ich meine, das wurde ja beim letzten jetzt auch schon diskutiert, ob nicht der Krieg in der Ukraine quasi so ein Hebel, hört sich jetzt so rein instrumentell an. Ich meine, es fließt ja auch viel Geld in diesen Bereich. Ob das nicht eine Möglichkeit sein könnte, quasi nochmal so ein Sondervermögen möglich zu machen. Also ja, logisch wäre es, ich meine, das ist ja nach amtlichen Zahlen der Bundesregierung sind das pro Jahr oder bisher 32 Milliarden, ich glaube pro Jahr, die insgesamt mit Bürgergeld, Flüchtlingen, finanziellen Hilfen, Militärhilfe etc., 32 Milliarden ist ja schon eine Menge, ne? Das wäre natürlich so eine Brücke, aber man sieht nicht, dass die FDP gewillt wäre, diesen Weg zu beschreiten. Nee, weil die Angst hat vor der Union. So habe ich gehört. Also die Union würde sofort dagegen klagen und dann kommt das Urteil vielleicht kurz vor der Bundestagswahl 2025 und dann sagt die, dann fliegt uns das alles vor die Union. Also Lindner hat Angst davor, dass 6 Wochen vor der Bundestagswahl, wenn er Ja sagt dazu, das kassiert wird und er dann sozusagen... Und wenn die Union die Wahl gewinnt, dann muss sie das danach kassieren, ja. Also... Das, ich meine, es ist ja klar, dass es perspektivisch so nicht weitergeht. Aber die Union spielt es eigentlich taktisch, oder? Ich meine, die wissen im Grunde genommen auch, diese Schuldenbremse so in dieser Ausführung, wie die jetzt ist, kann die keine Regierung halten. Sie werden das nach 25, wenn sie regieren, auch nicht tun. Aber vorher werden sie diesen Trumpf nicht aus der Hand geben, um die Ampel zu ärgern. Ja, das glaube ich auch. Außer der Druck aus den Ländern wird zu groß, weil es gibt ja schon jetzt immer mehr Ministerpräsidenten von der CDU, die sagen irgendwie hier, wir müssen da vielleicht doch mal ran, Friedrich. Also mit Blick auf Merz. Aber der hat sich ja so klar positioniert, da ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Also wie du sagst, den Trumpf werden sie nicht aus der Hand geben. Aber dass da... Also, dass sie auch nicht so weitermachen können, wenn sie in die Regierung gehen, das ist irgendwie auch klar, weil einfach zu wenig Geld im Augenblick da ist für die Lage, in der wir uns befinden, mit diesen riesen Herausforderungen. Ich meine, Klima und Krieg sind ja jetzt nur 2 Themen. Ja, wir haben ja jetzt, wenn man die Ukraine anschaut, die Geflüchteten, Flüchtlinge in Deutschland, dann sind irgendwie 800.000, glaube ich, in Deutschland derzeit. Und die können ja ins... Oder 1,1 Millionen, also die Zahlen sind so ein bisschen, die kriegen Bürgergeld. Das ist ein Privileg für Geflüchtete. Die kriegen das auch, sind eben nicht am Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, sie kriegen 560, glaube ich, plus Wohnmiete. Also 100 Euro mehr, als wenn man da im Asylbewerberleistungsgesetz ist. Und das sind schon echte Ausgaben jedes Jahr. Und die Frage ist, ob es dabei jetzt so bleibt. Also Merz hatte ja mal so einen Testballon, fand ich, damals gestartet mit diesem Sozialtourismus, ne? Also ukrainischer Sozialtourismus.
Und dafür das ist eine Sache, für die er sich wirklich mal entschuldigt hat. Ne? Ja, es gibt natürlich so Einzelfälle, ne, von Leuten, die dann hier Bürgergeld kassieren, also und dann ja. aber in der Ukraine, in der Westukraine zum Beispiel dann überwiegend waren. Ja. Und es gibt jetzt eine Diskussion, angeschoben von der CSU, aber SPD-Leute sagen auch, kann man eigentlich machen, dass das nicht mehr gelten soll für Ukraine-Flüchtlinge, die jetzt nachkommen aus der Ukraine, dass die nämlich ganz normal ins Asylbewerberleistungsgesetz, also wie Asylbewerber behandelt werden und nicht dieses Privileg haben. Wie seht ihr das? Sag dir was, ich weiß nicht, wollen die jetzt wirklich, dass die ins Asylbewerberleistung sein, auch mit dem Arbeitsverbot am Anfang und dem ganzen Trara? Das ist, soweit ich das verstanden habe, die Idee, das kommt von Hermann aus CSU, ja, Bayern, Anke Rehlinger, die ja. Ministerpräsidentin genau. vom Saarland, hat gesagt, genau. naja, kann man drüber reden, ist das noch kein fixer Plan, ja. aber sie wollen irgendwie, der Bund will auch diese Kosten loswerden. Genau, ja, also genau, der Bund will der greift den Ländern ja im Prinzip damit auch unter die Arme, weil Bürgergeld wird vom Bund bezahlt. Asylleistungen sind dann kommunalen, oder? Asylbewerberleistungsgesetz ist, da beteiligen sich auf jeden Fall die Länder ja. zu einem größeren Anteil dran. Ja. Und ja, Kosten Unterkunft zum Beispiel. Die Kosten der Unterkunft werden von den Kommunen bezahlt und jetzt sind sie Bürgergeld, werden sie eben vom Bund getragen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man sagt, man gibt den Leuten weniger Geld. Darum geht es im Kern. Ob die arbeiten, also man will natürlich, dass die in Arbeit kommen. Da gibt es jetzt auch den Jobturbo für Ukrainerinnen. Was ist Jobturbo? Das ist im Prinzip, dass die jetzt vorrangig in Arbeit vermittelt werden. Du hast mit Leuten gesprochen, nicht wahr, Barbara? Ja, dass sie schon nach einem ersten Integrationskurs von 6 Monaten schon in Arbeit vermittelt werden sollen, auch wenn sie noch gar nicht gut genug Deutsch sprechen. Und wenn es jetzt Leute sind, die aus Büroberufen kommen, das hat man halt oft bei den Ukrainern, dann eben hier natürlich in die sogenannte niedrig qualifizierte Dienstleistung gehen und man sagt, es ist besser, eine Arbeit zu haben, weil dann lernen sie nämlich mehr Deutsch. Wir wissen aber, dass man, wenn man einen Reinigungsberuf ausübt, nicht mehr Deutsch lernt, weil man mit Putzlappen eben kein Deutsch lernt. Und das ist aber jetzt eben auch so eine Zugeständnis gewesen, zu zeigen, wir machen den Harten und die sollen jetzt mal arbeiten. Und im Prinzip, ich meine, man muss natürlich gucken, die Zahlen sind nicht gut. Also ich glaube, 18% der Ukrainerinnen von diesen 1,1 Millionen sind tatsächlich, arbeiten tatsächlich. Nee, das ist schon mehr, glaube ich. Sind jetzt schon mehr? Das sind aber jetzt 24%. Also 24%, okay. Man sagt, ein Viertel von ihnen arbeitet, aber drei Viertel eben auch nicht. Und dann fragen eben viele Leute, naja gut, am Anfang war das natürlich Leute, die vom Krieg flüchten, die sollen jetzt nicht zuerst irgendwie den nächsten Job annehmen. Mhm. Aber nach 2 Jahren fragen die Leute schon, was machen die eigentlich? Und ich habe tatsächlich auch Geschichten gehört, also dass Leute sagen, ich bleibe im Bürgergeld, aber ich würde gerne irgendwo schwarz arbeiten. Das ist überhaupt nicht an die Nationalität gekoppelt. Also Ukrainer meinst du? Ja, genau. In dem Fall auch Deutsche, die im Bürgergeld sind. Ja, natürlich, ja. Ich will das auch nicht. Also. Aber dass es da natürlich Fälle gibt, wo Leute sagen, das ist ja toll, dass der Staat hier mir so viel Geld zahlt. Und es ist in anderen Ländern, um das nochmal anekdotisch, also Teil meiner Familie kommt aus Polen, da heißt es schon, bei uns gibt es gar keine Ukrainer mehr, die sind alle in Deutschland, da müssen sie nicht arbeiten. Und wenn sich so eine Erzählung verbreitet, ist natürlich schlecht. Sagen die Polen. Ja. Aber was okay. stimmt, ich habe mir nochmal irgendwie so eine Studie der Ebert, ich glaube es war Ebert-Stiftung, angeschaut, wo schon ganz klar war, dass irgendwie in anderen Ländern, eben in Polen, aber auch in Dänemark zum Beispiel, der Anteil der Ukrainer und Ukrainerinnen, die arbeiten gehen, viel, viel, also die einen Job haben, viel, viel höher ist. Und ein Grund, der da angebracht wird, Ebert-Stiftung, ja, also SPD, war schon irgendwie, dass da eben die Sozialleistungen niedriger sind und zeitlich begrenzt bezahlt werden. Ne? So, also ein Hebel ist es natürlich schon. Ist die Frage, was man den Leuten, was man denen zumuten will und was irgendwie vielleicht auch besser ist. Also oft ist es ja so, dass es gibt, also in Polen gibt es also die Sprachbarriere nicht so wie jetzt zum Deutschen, habe ich jetzt gehört. Das sind aber doch auch zwei völlig unterschiedliche. Ja, aber mir hat mal eine Ukrainerin gesagt, dass es da wohl leichter ist. Polnisch zu lernen. Also ich spreche gesagt. Polnisch, ja. aber kein Ukrainisch. Also, ja. okay. also das habe ich gehört. Ich die Differenz ist, glaube ich, größer. Und in den Niederlanden ist es so, dass Englisch Betriebssprache ist. Und da eben, aber trotzdem gibt es gibt natürlich diesen Aspekt der Sozialleistung, der spielt da natürlich mit rein. Ne? Du kriegst einfach mehr Druck in anderen Ländern und weniger Sozialleistungen. Das ist richtig. Aber da sind natürlich auch, also in den anderen Ländern, die Leute arbeiten dann in Jobs, die völlig unter ihrer Qualifikation liegen. Das ist halt die andere Seite. Ne? Die Idee ist,
ist ja, wenn du die qualifizierst und einen vernünftigen Deutschkurs machst, Integrationskurs und so weiter, dass du die eher ihrer Qualifikation angemessen einsetzen kannst, was natürlich schöner ist für alle Beteiligten. Aber die Frage ist, ob das funktioniert. Ich würde aber, soweit ich das weiß, das weißt du besser, Barbara, aber wenn ich mich da an diese IAB-Studien erinnere über Migration aus EU-Ländern, Arbeitsmarkt nach Deutschland, dann ist das der Effekt, den du eigentlich immer hast, dass die Leute, also die sozusagen so eine mittlere Qualifikation haben, dann eigentlich hier eine Stufe weiter unten anfangen und in der zweiten Generation oder wenn es gut läuft, sie nach 10 Jahren dann wieder da sind, wo sie waren. Also das ist kein unübliches Phänomen für Migration. Nicht, ja, genau, es geht gar nicht nur um Flucht. Das ist irgendwie Es ist auch bei Arbeitsmigration ein relativ normaler Prozess, dass das so ist. Das kann man jetzt unschön finden, aber es ist nichts Spezielles für die Ukrainer jetzt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Nee, das ist nichts Spezielles, aber dass sie zum Beispiel, ich habe mit so einer Architektin gesprochen, die war dann in der Sachbearbeitung einer Firma personalverantwortlich jetzt in der Ukraine. Also sie ist Akademikerin, aber viele gehen ja auf Fachhochschulen, weil es eine duale Ausbildung in der Ukraine wie bei uns so nicht gibt. Jetzt, was soll die jetzt hier machen? Die kann in so einer vergleichbaren Position, auch wenn sie von Wirtschaft Ahnung hat, kann die nicht arbeiten ohne die Sprachkenntnisse. Das ist dann, und natürlich, wenn jetzt die Sozialleistung nicht da wäre, dann würde sie vielleicht irgendwie einen Hilfspflegejob machen, zum Beispiel, oder sowas. Wobei da auch die Sprache ein Problem ist, wenn du nicht Deutsch kannst. Aber es wäre, und dann würde, sie hat mir gesagt, ihre Tochter geht zur Schule, total integriert, gibt gute Noten nach Hause und dann haben wir das, was du sagst, mit der zweiten Generation. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was hochkommen wird, weil am Anfang, als die Leute herkamen, da war ja auch überhaupt nicht klar, wie lange dauert dieser Krieg. Mhm. Ja? Und jetzt sind es 2 Jahre und die Zeit, die noch dauern kann, ist unabsehbar lang. Ja. Also ich denke, dass man muss da eine Lösung finden, die irgendwie ein harmonisches Zusammenleben hier weiter auch in Deutschland haben. So eine sehr diplomatische Formulierung. Ich meine, wenn man sich diese Hilfen anguckt. Hat aber schon diesen Unterton, der muss ich jetzt gerade sagen, der hat mir gerade jetzt nicht gefallen von euch. Es hat schon dieses Abschätzige gegenüber den faulen Ukrainer. Das sind Leute, die kommen ja doch aus dem Krieg und sind hier nicht freiwillig. Das ist auch nochmal was anderes gegenüber irgendwelchen, also da. Das ist ein total interessanter Punkt, weil ist ja eine Frage drin. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Entwicklung in Polen anguckt, wie also die ukrainischen Flüchtlinge am Anfang des Krieges gesehen wurden und wie die jetzt gesehen werden, da gibt es ja richtig Stress schon seit langem mit den Bauern und den Getreideimporten, die irgendwie, wo die polnischen Bauern sagen, das macht uns kaputt. Also wo es eine richtige harte Konkurrenz gibt. Und am Anfang wurden die ja mit offenen Armen empfangen und das ist eben temporär, dieses mit offenen Armen empfangen. Und wenn es sozusagen materielle Konflikte gibt, dann kommen die auch zum Ausdruck. Das kann man, glaube ich, in Polen sehen. Und wie seht ihr das jetzt für Deutschland? Also wie gesagt, Merz hatte mal diesen Luftballon fliegen lassen, der ist dann abgestürzt. Die AfD und die Rechten spielen das ja die ganze Zeit mit den ukrainischen sozialen Touristen, Schmarotzer. Also in diese Richtung geht es. Aber ist das ein, wie seht ihr das? Ist da was drin? Kann das richtig kippen? Ja, kann kippen, meiner Meinung nach kann es absolut. Ja. Und das meinte ich ehrlich gesagt auch. Ja? Ja, ich finde, okay, das ist, man muss, ist doch völlig klar, dass die Leute aus der Ukraine nicht fliehen, weil das deutsche Sozialsystem so schön ist, sondern weil dann Krieg herrscht. Also ich möchte jetzt nicht, das ist völlig klar. Mhm. Aber man muss gucken, wie geht man mit Leuten um, die sich darauf eingestellt haben, dass sie vor kurzer Zeit hier sind, die haben vielleicht auch selber gedacht haben, sie gehen wieder zurück und jetzt stellt sich raus, sie bleiben eben länger. Mhm. Und da muss man eben vielleicht doch nochmal neu denken, wie kriegt man da eine Integration hin? Also erst ging es nur um Zuflucht, jetzt geht es tatsächlich auch verstärkt, vermehrt um Integration, weil klar ist, viele Leute werden nicht mehr zurückgehen. Ja, und da kommt dann eben zum Tragen zum Beispiel die Beschulung. Dass eben die Kinder, die hier sind, die müssen vernünftig beschult werden. Jetzt machen sie ja in Tegel da so extra Schulen fürs Camp, dann brauchen wir gar keine Willkommensklasse mehr, dann gehen sie da in so eine Lagerschule, wie, glaube ich, die Grünen sagen. Also das kann aber Mist sein. Sowas. Also da muss man ein Augenmerk drauf machen. Wie wird es jetzt mittelfristig mit den Familien, mit den Kindern? Und die müssen gefördert werden. Naja, das ist ein komplexes Problem. Ich höre viele auch zurückgehen, weil sie hier gar keine Wohnung, also wer in Tegel da wohnt, in so einer Leichtbauhalle oder bei uns da im Container, der zu acht,
das muss man jetzt auch wirklich nochmal sehen, dass die Wohnsituation von denen wirklich teilweise wirklich richtig furchtbar ist. Ja, also von vielen, nicht von allen. Nee, von vielen. Aber das ist nicht, also dieses Bild sozusagen, dass die sich hier in der sozialen Hängematte alle liegen und sich wohl ergehen lassen, das ist bestimmt ein Zerrbild. Ich glaube, das könnte langfristig auch eine Chance sein. Also man mag es denn, also weil uns fehlen ja tatsächlich Leute auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Da kommt jetzt eine Generation, auch eine junge Generation rüber und das ist jetzt so utilitaristisch. Aber tatsächlich, wenn man das richtig gut macht und so weiter, dann profitieren wir am Ende auch davon. Wir müssen gucken, dass die Leute, die gut ausgebildet sind, nicht alle hier bleiben, denn die werden ja auch in der Ukraine gebraucht, um das Land dann wieder aufzubauen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt, dadurch, dass die generell so angespannt ist, total verhetzbar. Ja. Ne? Also das ist irgendwie, ich finde, das ist auch eine ganz gefährliche Sache, dass irgendwie hier Leute keine bezahlbare Wohnung finden, also gerade in den Ballungsräumen und dann diese Erzählung, ja, da kommen jetzt immer mehr und für die haben wir doch gar keinen Wohnraum mehr und so. Das ist ja das, was auch die Union die ganze Zeit spielt. Aber machen die das? Ha? Die Union macht das. Also die Union, würdest du sagen, ist da empfänglich, dass die sozusagen so ein anti-ukrainisches Ding dann fährt? Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell auf die Ukraine und Ukrainerinnen bezogen ist. Aber ich meine, Jens Spahn hat sich irgendwie kürzlich hingestellt und hat gesagt, wir brauchen ein Jahr oder vielleicht waren es sogar drei, weiß ich jetzt nicht mehr, eine Migrationspause. Völliger Bullshit. Also auf keiner Ebene irgendwie realistisch durchsetzbar. Mhm. Reiner Populismus. Aber das sind so Sachen, die können schon verfangen. Das ist natürlich irgendwie die Konkurrenz mit der AfD und so alles ganz, ganz gefährliche Gemengelage und so. Aber dass die das spielen, grundsätzlich irgendwie das absolut, würde ich sagen. Ob sie bei den Ukrainern und Ukrainerinnen vorsichtiger sind, kann schon gut sein. Ja, das passt einfach ja nicht zu dem anderen Diskurs, den die Union fährt, also die SPD vor allen Dingen da vor sich herzutreiben. Genau, wir müssen der Kampf für unsere Demokratie wird in der Ukraine ausgefochten. Für uns, also da gibt es ja einen Riesenbruch drin. Ne? Und da gab es ja tatsächlich auch als das, was du jetzt schon mehrfach zitiert hast von Merz mit den Sozialtouristen, da gab es auch tatsächlich in der Union echt Druck, dass das irgendwie, dass das so nicht geht, weil das auch genau, das ist ja nicht konsistent von der Erzählung her. Mhm. Und du hast natürlich auch im Osten deutlich unterschwellige Ressentiments gegen die Ukrainerinnen, weil die das mit dem Krieg in der Ukraine doch ein bisschen anders sehen. Ja. Dass Putin sich da zurückziehen soll, wird nicht ausnahmslos von allen unterstützt, beziehungsweise dem Westen wird ja doch eine Mitschuld gegeben und die Ukraine doch verstärkt, also ich meine, mehr oder weniger offen aufgefordert, jetzt nochmal Zugeständnisse zu machen und sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen, auch wenn ich das für komplett falsch halte. Hm. Aber die Erzählung gibt. Das wird bestimmt eine Rolle spielen im Herbst bei den Landtagswahlen. Aber trotzdem, Jan, immerhin erfreulicher Ausblick, was die Union angeht, dass die da nicht kippen wird, glaube ich. Bei den Ukrainern. Bei den Ukrainern, ja, weil sie also in einen derartig eklatanten Selbstwiderspruch gerät, dass sie da diese populistische Karte wahrscheinlich eher nicht spielen wird. Gut, das war der Bundestag. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Ispina für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefällt oder gefallen hat. Das nutzt uns. Fragen und Kritik könnt ihr wie immer gerne schicken an bundestalk@taz.de und Geld, wenn ihr Geld übrig habt, gerne an tatzzahlig. Das war's und schöne Ostern, falls ihr diesen Podcast vor Ostern hört. Und bis nächste Woche. Ciao. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.